Hallo, meine Schnudelnudelchen, und willkommen im nächsten Part. Von wo kamen wir eigentlich? Ich glaube, von hier kamen wir. Ah ja, genau. Ich wollte in die Tür reingehen und es hat angefangen zu flackern. Wahrscheinlich kann ich da irgendwo dann irgendwas machen, wodurch denn das Auto verschwindet. Damit ich zum Friedhof kann. Chemikalientransport. Gefahr. Höchst ätzend. Höchst entzündlich. Ah, da gehen wir doch hin. Okay, der Knopf scheint hier nicht zu gehen. What? Ist es... What? Ein seltsamer Behälter. Dieser Kanister sieht aus, als würde er zu der Treibstoffpumpe passen, die ich zuvor gesehen habe. Jedenfalls verströmt er denselben unsänglichen, unheiligen Gestank. Ich werde nicht an das denken, das in seinem Käfig an mir vorbeilief. Ich werde nicht noch einmal in diesen finsteren Maschinenraum hineinschauen. Es gibt Dringenderes zu erledigen. Vielleicht sogar die Gelegenheit, Zugang zu St. Dawson's zu erlangen. Okay. Also finden wir hier vielleicht eine Pumpe? Es ist abgeschlossen. Jetzt befinden wir uns anscheinend in dem Gebäude. Aber waren wir nicht sogar schon in dem? Auf jeden Fall waren wir noch nicht unterirdisch, was ein bisschen komisch ist. Aber okay. Dann brauchen wir wahrscheinlich den komischen Behälter hier. Oder ich muss das zumachen. Dann darauf drücken, was aber nicht geht. Und tada, der ist voll. Nein, das wäre jetzt zu einfach. Aber vielleicht... Entschuldigung, musste meine Nase kratzen. Vielleicht ist da ja noch Treibstoff drin, ne? Und ich kann das hier einfach reinpacken. Maschinenschorum wahrscheinlich. Hallo? Ha! Was ist das für ein komisches Geräusch? War das nicht richtig? Aber es sieht richtig aus. Ich meine, eigentlich will ich ja nicht auf. Will ich eigentlich auch nicht zum Friedhof, aber ich muss ja. Aber. Ich muss ihn doch tatsächlich erst füllen, oder? Ich habe ihn falsch rum reingepackt. Das ist voll behindert zu drehen. Nein. Hä, wie drehe ich das denn dann? Nein. Fuck. Oh. Okay, wenn das jetzt nicht passt, ne? Das funktioniert nicht. Menno, ich habe schon mal gefunden, aber wo es reinpasst. Das ist schon mal gut. Trotzdem komische Musik. Geräusche. Ups. Das ist der Weg, den ich gegangen bin? Nee, ich glaube nicht. Ach, verdammt. Raus mit dir. Und raus mit mir. Ich glaube, ich komme aus dem anderen Fenster dort. Oh nein. Ich darf das Ding nicht verlieren. Oder doch nicht? Also langsam bin ich leicht verwirrt. Ich bin hier aus dem Fenster rausgekommen. Aber okay, dann war es doch das Fenster. Ey, komm bitte mit. Danke. Oh Gott, ich habe mich so erschrocken wegen dem Ding, weil ich das aufgehoben habe und mich dann so gedreht habe. Alter. Ich glaube, ich gehe den richtigen Weg. Sonst würden nicht diese
Geräusche kommen. So. Na also. Und jetzt noch Treibstoff reinfüllen. Oh mein Gott! Hat das Schwein da gerade geatmet? Ich glaube, das ist hinter der Tür. Eine schnelle Flucht. Oh, guter Herr, alles Gute und Heiligen. Ich muss fliehen mit diesem Behälter und seinen ekelhaften Inhalt schnappen von diesem Ankommen, bevor diese Kreatur, dieser fast Mensch, zurückkehrt. Ich werde mich zur Kirche begeben und denn solch eine Abscheulichkeit kann mir bestimmt nicht auf den heiligen Boden folgen. Gute Idee. Gute Idee. Ganz gute Idee. Ja, denn... Ich kann den Behälter nicht aufheben. Oh, ich muss in eine Richtung drehen. La la la. Ich lauf sogar. Irgendwie ist alles ein bisschen dunkler geworden. Und wie Drache, wie... Ah! Oh mein Gott. Das hat mich erschrocken. Okay. Jetzt sind wir auf dem Friedhof. This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darlings. Of course we can take it home. Ich glaube, da hinten war das. Das heißt, ich gehe erstmal nach hier. Denn ich befinde mich jetzt auf. Was ist das? Ist das der Körper, wo sie den Kopf hier oben abgetrennt haben? Oh mein Gott, was ist das? Von wegen heiliger Boden. Das ist verunreinigter Boden aller ersten Klasse. Und das war ein Standbild. Hä? Da geht's rein? Und was ist hier? Achso, da geht's gar nicht rein. Okay. Auf ins nächste Gebiet. Vieh und Bibeln. Die Drähte kamen aus dem Boden, während er auf dem Gras schlief. Wie Schlangen waren sie und sie bohrten sich in seine Ohren und wurden sein Hören. Okay. Also bin ich jetzt in der heiligen Fabrik des Todes. Der Wiedergeburt von Schwein. Okay. Macht total Sinn. In St. Dunstan. Ich erinnere mich, wir saßen hier ganz in Schwarz und wir trauerten und wir beteten und wir senkten unsere Häupter. Oh, wie ich Gott damals hasste, wie ich ihn verschämte. Schmiede. Wenn dies unser Herr ist, dieses Schwein, das mir meine Frau gestohlen hat, dann fechte ich seine Liebe an. Ich werde für uns alle einen neuen Gott schaffen. Welch Wahnsinn und was für ein Narr ich gewesen bin. Hätte ich eine solch blasphemische
Destillerien in mir bewahrt, ich wäre dem Untergang geweiht. Doch selbst hier fühle ich die Maschine unter dem Steinpflaster hämmern. Und ich weiß, dass mein Weg auf mich wartet. Okay. Ha. Sieht aus wie eine ganz normale Kirche. Aber da hier meine Frau gestorben ist, bleibt es sicherlich nicht bei ganz normale Kirche. Ich meine, ich befinde mich in einem Gruselgame. Als ob das eine normale Kirche bleiben wird. Bleiben wir mal realistisch. Auf jeden Fall gibt es hier viel zu viele Wege. Und irgendwie ist keiner abgeschlossen. Ich schließe trotzdem die Tür. Da hat jemand geschrien. Naja, ich meine, wir sind in der Kirche, wer würde hier nicht schreien, ne? Eine Kerze. Aber ich habe gar nichts, um die Kerze anzuzünden. Warum kann ich die Kerze denn anheben? Das ist eines der wenigsten Sachen, die man hier anheben kann. Beziehungsweise, ich glaube sogar in diesem Raum das einzige. Komisch. Oder gibt es irgendwo eine Halterung dafür? Moment. Kann ich das? Gogo, sei interaktiv. Sei interaktiv. Sei interaktiv. Es ist nicht interaktiv. Oh, Notiz. Vaters Jeremias Tagebuch, 1. Oktober 1899. Früher musste ich die Erlösung selbst in ihr Leben bringen, heute aber strömen sie von selbst zu uns. Der Wärme im Winter und dem von Mandus ausgegebenen Essen zum Dank ist meine Kirche jetzt voll und meine Gemeinde gerettet. Er ist mitten unter ihnen und sie huldigen ihm schon fast. Er gestattet ihnen nicht, in seinen Fabriken zu arbeiten und behauptet, dass seine Arbeiter für die neuen Maschinen speziell ausgebildet worden seien. Und dass es unverantwortlich sei. Ich dachte, ich verschritte. Und dass es unverantwortlich, nein, skrupellos wäre, sich wertvolle Leben wie die, die er hier sieht, aufs Spiel zu setzen. Seit Mexiko ist ein veränderter Mann. Man kann nur lobend erwähnen, wie er angesichts einer solchen Tragödie von seinem Krankenbett aus, an das er oft gefesselt ist, eine der größten und gütigsten Wohltätigkeitsorganisationen in ganz London führt. Er ist nicht damit zufrieden, das dominierende Nahrungsmittelunternehmen Englands zu werden. Nein, er verteilt seinen guten Willen, seine Nahrung an die Armen, die sich in Dankbarkeit um sein Königreich versammeln. Klingt eigentlich ganz nett. Aber ich habe das Gefühl, seine Mitarbeiter waren in Wirklichkeit nur so mutierte Schweine. Und deswegen sollte da kein anderer hin. Und ich mach mal wieder meine... Soll ich Angst haben? Ich meine, ich habe FPS-Einbrüche, das machen wir jetzt am meisten Angst. Ich wette, da hängt ein Schwein am Kreuz. Oh. Oh. Geheimgang also. Okay. Den Geheimgang habe ich schnell gefunden. Ich frage mich nur, ob die Musik bleibt, bis ich den Geheimgang gefunden habe, oder ob... Oh mein Gott, ist sie laut. Ching. War das jetzt Zufall, dass die Musik gleichzeitig zu Ende war, oder war das wirklich dadurch, dass ich das gemacht habe?
Das war's? Das war's? Das war's? Okay, das war's für den Part. Bis zum nächsten Mal.